Obwohl, heute sagst du was, gell? Willst du anfangen? Sehr geehrte Damen und Herren. Niemand sagt alles klar, sie ist wieder da. Niemand sagt sehr geehrte Damen und Herren. Hallo, willkommen wieder bei Einfach Mary. Hallo. Hallo und willkommen wieder bei Einfach Ich glaube, diesen Part macht auch ich. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ja, tatsächlich ist jetzt das dritte Mal und ich hoffe, heute spricht sie ein bisschen mehr als sonst. Wieso dritte Mal? Zweite? Nee, waren ja schon bei Kapi zusammen. Hm. Stimmt. Und ja, es wird heute ein Beauty-Video. Wir dachten uns, es gibt noch gar kein Video über Frisur. Deswegen machen wir eins, was ganz Neues. Und zwar geht es heute um unsere Länge. Genau. Um diesen Schnitt. Den haben wir nämlich beide gleich. Das heißt, er ist auch im Trend, sonst hätten wir nicht. Und heute zeigen wir einfach mal, was man damit alles anstellen kann. Welche Frisuren, ein bisschen Glamour, ein bisschen Freizeit. In meinem quasi frisch gewaschenen Haare-Look. Mehr ist da jetzt nicht dran und ich habe gar nichts an denen gemacht. Also so sehen sie aus, wenn sie einfach gewaschen sind und nicht mal richtig geföhnt. Und ich wasche meine Haare aktuell mit diesen zwei Shampoos bzw. Shampoo-Spülung. Und bei mir kommt es immer darauf an, was zurzeit im Angebot ist angesagt, was habe ich vielleicht bei Insta gesehen. Wie auch immer, ich bin da ganz frei und offen und versuche mich immer wieder an neuen Shampoo-Produkten aus. Und auch beim Stylen benutze ich sehr, sehr wenige Produkte, unter anderem das Haarspray von Got2Be. Wenn ich richtig schöne Locken haben will, die habe ich von Natur aus ein bisschen, aber wenn ich sie unterstützen möchte, dann finde ich das relativ gut. Und ansonsten, wenn man so keine Zeit hat zum Haare waschen, kann es auch mal ein tut's auch mal ein Trockenshampoo. Das nehme ich immer von Batiste. Ich kann es nicht aussprechen. Von Batiste. Wie auch immer. Finde ich relativ gut. Aber man darf da nicht übertreiben, sonst hat man so einen grauen Schleim. Also passt auf, Mädels. Ja, das war's eigentlich auch schon. Mehr besitze ich nicht. Und alles andere mache ich nur durch das Styling. Durch das Stylen selber. Jetzt aber wirklich genug gequatscht. Das ist auch ein tolles Mikrofon. Wir werden jetzt mit diesem Ding mir schöne Locken machen. Ist es eine ganz gute Grundbasis für ganz viele Frisuren. Ja. Und welche das sind, zeigen wir euch natürlich jetzt. Ihr seht es, in Sekundenschnelle kann man seinen Look wirklich verändern. Man hat eine Frisur und kann sich die verschiedensten Haarbänder, Reifen, Haarspangen reintun und hat sofort einen anderen Look, ob sexy, süß oder einfach ein bisschen Freizeit. Wir noch eine Flechtfrisur. Das geht ganz, ganz easy. Das können Sie zum Sport, Urlaub, im Alltag ganz gut tragen, sagt man das so? Ja, und die Haare stören einfach nicht und es sieht trotzdem irgendwie nach einer Frisur aus. Keine 2 Minuten. Das ist wirklich auch ein Look, den man auch selber ganz, ganz leicht hinbekommt.
ja, dann ist es wieder, finde ich, sehr, sehr süß und gut für den alltäglichen Gebrauch. Das war ja so eine Art halbgeflochtener Zopf. Jetzt machen wir die liebe Anastasia noch einen richtigen Zopf sozusagen. Ich muss sagen, da würde ich mir jetzt sehr schwer tun. Aber sie meint, es ist nur Übung. Wenn man es ein paar Mal gemacht hat, sitzt irgendwann das sehr, sehr gut und ist ganz einfach umzusetzen. Ich werde es probieren. Ich mag diese Frisuren so, so gerne, auch bei anderen Frauen. Schaue ich da mal ganz neidisch drauf, weil ich mir denke, toll, die Haare sind aufgeräumt, sie stören dich nicht und trotzdem sieht man, wie gesagt, frisiert aus. Eine Frisur, die relativ schnell geht, in Sekunden, indem man sich hier einfach so einen Poppel draufsetzt. Ich finde sie super modern und ja, wiederum einfach zu machen. Man hat die Haare aus dem Gesicht. Also ich finde diese Länge bombastisch. Man kann so viel mit diesen Haaren machen, ob Zopf, hochstecken, locken, glatt, flechten. Es geht eigentlich alles. Und es ist trotzdem weiblich. Also genau. Es ist zwar wirklich ein Kurzhaarschnitt, aber es ist trotzdem noch weiblich, weil man eben so viel daraus machen kann. Was ich noch unbedingt von dir wissen wollte, was ist denn für dich wichtig? Sprich, was ist die Grundvoraussetzung für eine schöne Frisur? Ganz klar, frisch gewaschenes Haar auf jeden Fall. Genau. frisch geschnittene Spitzen. Ja, wichtig. Ich würde nicht so viele Pflegeprodukte nehmen. Mhm. Und das war's, glaube ich. Ja, mir würde jetzt auch nicht mehr einfallen. Ich denke, allgemein ist es einfach weniger ist mehr. Weniger ist mehr. Gepflegte Haare, da reicht schon, da braucht es nicht mehr viel. Sagen wir es mal so. Wir sind am Ende des Videos angekommen. Bedanken uns fürs Zuschauen. Auch vielen Dank wieder an dich, dass du dabei warst. Danke auch. Und das mit mir durchziehst hier. Ansonsten würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn ihr lieben Anastasia und mir auf Instagram folgt. Und ja, tschüss.